Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 84 von Avorion, neuer Sektor. Wie letztes Mal gesagt, wir sind da weggesprungen und müssen jetzt schauen, was wäre hier, Fregatte? Achso, ich hätte noch Bergbauschiff, glaube ich, letztes Mal gesehen, ist hier, ne? Oder? Nee, doch nicht, das war noch was anderes. Reparaturdock und Schiffswerft haben wir eine Fregatte, das heißt, hier können wir auch gar nichts fragen. Wir können aber mal schauen, dass wir hier reparieren können, wenn wir fit sind, ne? So sieht's besser aus, oder? Ja, wir waren zu weit in der Mitte, um den Piraten zu treffen. Das ist ja auch jetzt so ein Ding, ne? Das heißt, wir müssen noch weiter südlich irgendwie. Ich würde mal diese Richtung jetzt einschlagen wollen, weil da war ja die Bösen. Schauen wir mal weiter, oder? So, jetzt aber. Sektor für Sektor klappen wir das jetzt ab und hoffen, dass wir irgendwo mal einen haben, der uns sagen kann, wo er ist. Da oben. Fregatte können wir aber jetzt nichts sagen, ne? Oder wie war das, ne? Der spricht da was, aber Sender, ja, er hat einen gefunden, das ist klar. Aber hier kommen wir jetzt dann nicht weiter. Was war da noch? Reparaturdock, Ressourcendepot und Handelsposten. Handelsposten von einer zweiten Fraktion ist da auch noch. Ja. Ist jetzt nicht so der Erfolg. Ich springe mal jetzt hier unten hin. Ich hoffe, dass wir da in dem Bereich dann vielleicht jemand was fragen endlich können. Jumpen wir. Neuer Sektor, neues Glück. Lauter Fregatten leider. Aber auf jeden Fall gibt es hier einen Ausrüstungsdock, was wir erstmal angucken sollten. Da unten irgendwo ist es. Ausrüstung handeln. Okay, ein bisschen was geht. Der Mining leider nicht. Bergbaugeschützturm. Da gibt es welche. Lass uns hinfliegen. Das nehmen wir mal so am Rande mit, ne? So ein Dockingport. Ist der rechte näher? Ausrüstung handeln. Wie viel Zeit haben wir? Oh, nur noch 3 Minuten. Titan. Kommen alle 3. Doppel-Tesla, Tesla, Tesla, Titan, Bergbau. Ne, das bringt uns nichts. Das muss ja ein R sein. Da ist da nichts. Transponder-Software. Dockabstand plus 2,7 Kilometer. Ach, können wir nicht kaufen, leider. Der Detektor wäre schon interessant, weil wir die ja verbessern wollen. Verbessertes Handelssystem nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir noch Bergbausysteme irgendwann auch upgraden. So, der Rest ist nicht mehr interessant. Haben wir eigentlich Raumjäger? Gute Frage, ne? Ich
Kann ich hier zurückkehren? Ich denke, wir haben welche. Ja, klar haben wir welche. Ja, sonstiges. Da ist jetzt nichts Interessantes bei Torpedos. Ja. Können wir ein paar kaufen, ne? Fusionstorpedos. Physischer Schaden und Energie. Gut, haben wir erstmal welche. Ist hier noch was Interessantes? Ich glaube nicht, oder? Hier ist das Hauptquartier von denen. Raumjägerfabrik, Teleporter, Teleporter, Biotop. Gut, okay, dann erstmal nicht. Der, wie hieß er, Counterproductive oder so ähnlich, hatte mir geschrieben, ich sollte meine eigenen Ressourcendepot machen, damit ich da besser Ressourcen verkaufe. Da müssen wir definitiv dran, ne? Das ist klar. Das, denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge machen. Jetzt gucken wir erst, dass wir den Piraten kriegen. Vielleicht nächste Folge, weiß ich nicht. Kann auch übernächste sein. Wir wollen aber erstmal diesen Piraten jetzt erstmal in Angriff haben, ne? Ja, Fregatte waren hier nur, ne, oder? Nee, da gibt's auch Frachter. Oh Gott, dann kann ich auch fragen, wahrscheinlich. Ich glaube, Frachter gehen auch, ne? Das ist hier etwas Interessantes. Gib mir dann eine Fracht. Ich weiß von nichts, aber es ist immer noch, dass jemand anderes, wer weiß, wollte es weiter rumfragen. Okay. Ah, nee, wollte ich nicht. Der Fall hier unten sagte, ach, ich habe einen Piratenkönig. Ach doch, da gibt's noch. Aha, da haben wir den Sektor 388 minus 138. Nee, das geht jetzt hier nicht. Danke für deine Hilfe. Der Piratenkönig. Jetzt haben wir es endlich geschafft. 338. Puh. Und minus, okay, da müssen wir noch weit, weit nach oben dann. Hier irgendwo muss er sein. So, lass uns mal gucken, da gibt es ein Sprungtor nach da. Und da komme ich nicht weiter. Ich bin zurzeit wohl da. Das heißt, sinnigerweise da runterspringen, nach da springen und dann da hochspringen, oder? Komme ich jetzt nicht mit einem Sprung hin, ist aber auch nicht so schlimm. Stopp mal, macht das Sinn? Komme ich dann mit zwei Sprüngen nach da? Nein, da komme ich nicht, weil ich über den Riss nicht komme, dann macht das schon Sinn, da lang zu springen. Gut. Ja, dahin springen. Da. Warten wir. Fünf Sekunden noch, jetzt geht's. Wir sind schon direkt am Tor, das ist schon mal sehr gut. Zwischenzeit werden auch die Akkus aufgeladen, vielleicht ein bisschen, bis wir da unten das nächste Tor erreichen können. Okay, das jetzt da. Komme aber nicht in einem Sprung dahin, okay. Ich mache das mal so, weil dann müsste ich glaube auch dahin kommen. Jetzt berechnet, warte mal, ist noch hier was? Nix. Springen. So, und dann schaffen wir es tatsächlich nicht darunter. Auch cool, ne? Kurz einmal hier reingeguckt. Waffenfabrik. Nichts Interessantes. Lauter Korvetten. Okay. Dann bedeutet, wir müssen nochmal an den Rand springen.
Würde das reichen? Komm. Wir springen mal hier hin. Vielleicht ist da ja diese Verbindung zu Ende. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Treffer. Wertvolle Objekte gefunden. Okay. Ja. Jetzt gucken wir hier. Forschungsstation gibt es hier. Okay. Haben wir hier Klamotten? Nee. Bergbau, nee, was ist das? Heißüberbrückung. Hier hätten wir zwei Bergbauer. Na, ich glaube, das ist jetzt hier alles noch nichts, ne? 5, 3, 2. Okay. Das bedeutet jetzt dahin. Dass wir da schneller hinkommen. Ausrichten, Sprung. Passt. Und ja, zum Tor müssen wir jetzt. Wo ist es? Da ist es. Dann da mal schnell rein. Den weiten Weg zurücklegen. Dass wir dann zu 338 minus 138 war das, glaube ich. Jetzt hoffen wir uns, hätte ich es schon wieder vergessen. Ne? Aber wir sind ja dann in einem Bereich, wo wir auch wieder fragen können. So, wir sind jetzt hier. 338 ist nicht. War doch nicht. Ja, okay, war schon nicht schlecht der Sprung. So ist nicht, aber. War das jetzt 338? Gibt es hier jemanden, den wir noch fragen können? Transporter. Kein Grund, mich mit sich zu unterhalten. Achso, wir sind hier nicht so fröhlich gesonnen mit denen, alles klar. Gut. Springen wir da hin oder. Ach ja, komm, zack, hat ganz anders keinen Sinn. Da müssen wir hin. Dringende Lieferung. Ja, aber ich brauche jetzt keine dringende Lieferung. Warte mal, ich habe neue Missionen. Unter Missionszielen finde ich doch bestimmt. Nicht da, sondern da. Da. 388, 138. Super, wie wir uns das gemerkt haben. 338. Warte mal, das ist jetzt 88. 138. Das heißt, wir springen dahin. Passt. Und jetzt nochmal das Ziel lieber nachgucken. Ne? Minus 138. 388 minus 138. Da ist er. Ist ja super. Ein Feld daneben. Ne? Ich probiere mal hier, weil ich dann vielleicht noch einen Sektor oder diese Route noch finden kann. Schauen wir mal. So. Dann würde ich sagen, haben wir das. Oh, guck mal da. Oh, so ist das doch. Gucken wir doch nochmal rein, ne? Vielleicht können wir das ein oder andere holen.
Drei verschenke an Geschützturm. Dürfen wir nicht. Jetzt kaufen geht nicht. Doppeltitanbergbau. Point Defense. Abwracker ist ein R. Das ist hier ein Dingens. Achso, wir müssen docken. Docken machen wir gerade noch schnell. Wo ist die Station überhaupt? Wir haben jetzt nur auf dem Übersichtsbildschirm das ausgewählt. Ah, ist da auch direkt vor uns. Ja, super. Dann haben wir nicht auf dem Übersichtsbildschirm. Sondern direkt hier gemacht. Ist aber nicht schlimm. Oh, pass auf, hier sind Asteroiden. Wir sind nur fast an einen dran. Wir sind an einen dran geknallt, aber keinen Schaden genommen, Glück gehabt. Einmal durch. Tolle Struktur, ne? So, andocken. Gut, Ausrüstung handeln. 11 Minuten noch. Kriegen wir nicht. Doppeltitanbergbau brauchen wir nicht. Abwracker hier wollten wir haben. Hier ist noch ein Bergbaueisen. Noch einer. Hier unten wäre noch ein simpler. Lohnt das? Weiß ich nicht, ich habe ihn jetzt gekauft. So, hier Batterie-Upgrade. Aufladerate plus 36%. Geschützkontrollsystem, Quantum-Geschützkontroll, da. Ich glaube, dieses hier sollten wir mal kurz kaufen, oder? Das ist Aufladerate plus 18% bei Festeinbau. Das ist ja schon einiges. Ich glaube, den zaubern wir mal rein. Müssen wir vielleicht ausbauen, unser Schiff, aber das ist ja nicht verkehrt. Verbessertes Handelssystem nehmen wir auch mal, weil wir wollen ja aufrüsten. Bergbausystem da auch. Dockabstand bei Festinstallation. Kann nur fest installiert werden. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Da gibt es bessere. Gut, ich glaube, dann sind wir hier. Das ist doch eine Forschungsstation, ne? Oder? Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal hier weiter. Gucken, dass wir die Forschungsstation noch einmal aufrufen. Vielleicht können wir noch was verbessern. Wenn nicht, dann fliegen wir zum Piraten und machen den kalt. In der Hoffnung, dass das klappt. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.